Tawizen Almanac mit Florian Fodner. Und wieder zurück auf der Wiesn zum Schlagabtausch. Diesmal mit Dieter Reiter, der Wiesnchef quasi. Ja. Wir machen es ja so, ich nenne Ihnen ein paar Begriffe und Sie sagen mir das Erste, was Ihnen dazu einfällt. Na klar. Können wir das also machen? Ja, sowieso. Also gut. Verantwortung. Tage für die Wiesn und es macht Spaß, die zu haben, aber es ist eine große Verantwortung, dass nichts passiert. Was passiert? Dass einfach alle Leute, die da feiern und ihren Spaß haben, alle gesund wieder heimkommen. Das ist mein Hauptanliegen als Veranstalter. Habe die Ehre. Stichwort Gesundheit. Vollrausch. Vollrausch habe ich noch nie gehabt so richtig. Ist glaube ich auch nicht empfehlenswert. Ist leider auf der Wiesn öfter, als ich es eigentlich gern sehen würde, der Fall. Gehört muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich denke, man sollte aber schon gut aufpassen, dass man wenigstens den nächsten Tag nicht ganz versammt. Drei Maß ging auch zur Not, wenn man nichts zum Arbeiten hätte. Bei mir geht es nicht, weil ich muss jeden Tag da unten arbeiten und ich bin verantwortlich, das heißt, ich muss einfach nüchtern bleiben. Volksfest. Volksfest ist das Oktoberfest, wirklich das größte Volksfest der Welt. Und das heißt Volksfest, das heißt, wir wollen einfach, dass alle Leute da unten einen Spaß haben können und dass das Volk sich hier wirklich vergnügen kann. Bierfasshut. Bierfasshut? Was ist denn ein Bierfasshut? Ein Hut, der ausschaut wie ein Bierfassel. Das Ach, finden ja, Sie eigentlich jetzt, an jedem Stempel. Ja, jetzt weiß ich, was Sie gemeint haben. Bierfasshut. Also ich darf ihn nicht aufsetzen, aber ich glaube, Australier und unsere Gäste mögen das total gern. Ist eine Geschmacksfrage. Man muss nicht alles mitmachen. Flaschenverbot. Flaschenverbot habe ich das ja eingeführt, weil ich es einen Wahnsinn finde, dass wir Tausende von Glasflaschen kaputt auf der Wiesn finden, Tonnen von Glasscherben da sind und dass gerade jedes Jahr ein paar hundert Schnittverletzungen zu versorgen sind wegen den Glasflaschen. Das geht nicht. Flip-Flop-Verbot? Nein, lieber Glasflaschenverbot. Ich möchte die Leute nicht vorschreiben, wie sie da runtergingen, aber ich finde, keiner schmeißt im Wohnzimmer, wenn er ein Bier getrunken hat, seine Flaschen ins Eck und macht es kaputt. Warum da herunten? Hoffnung? Hoffnung habe ich, dass das zum Beispiel funktioniert in Zukunft und auch, dass das Thema Vollrausch, haben wir gerade vorher gehabt, sich wieder in Grenzen hält. Volksfest? Hat man schon. Volksfest? Ja, zum Thema Vollrausch nochmal. Naja, ich bin nicht derjenige, der irgendwelche Leute irgendwelche Vorschriften macht. Ja. Aber ich gehe halt schon Vormittag und Mittag früh um die Wiesn. Und wenn um 11 die Leute schon hinten an der Straße liegen, Vormittag wohlgemerkt nicht Abend, dann erleben die nicht viel von dem Volksfest. Und das weiß ich halt nicht, ob das der richtige Weg ist. Tradition? Das ist ganz wichtig für die Wiesn. Tradition gehört dazu, sonst die Wiesn nicht mehr so ausschauen. Wenn wir uns dem Kommerz nur hingeben würden, dann würde es nur eine Bierzette geben und keine Schausteller mehr. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Ausblick? Ausblick? Mein liebster Ausblick ist 2014 selber auch zum Zapfen. Vielen Dank. Sehr gern. Dankeschön. Ciao.